Kevin, fast in allerletzten Minute das Siegtor geschossen. Ja. Ja, also es war wirklich in letzter Sekunde, kann man schon fast sagen, wo wir jetzt das Tor gemacht haben, aber sehr zufrieden. Für die ganze Mannschaft ein riesiger Erfolg. War ja bestimmt ein Riesengefühl, als du dann in diesem Spiel mit offenem Schlagabtausch dann den Siegtreffer erzielen konntest. Ja, das fühlt sich richtig gut an, aber mehr freut mich ganz ehrlich fürs Team, weil wir haben hart gearbeitet, auf dem Platz war es nicht ganz einfach. Und da freut mich einfach, dass wir das Spiel zum Schluss gewonnen haben und die drei Punkte eingefahren. Wie hast du das Tor gemacht? Mit dem Kopf. Nach einer schönen Ecke bin halt dann ziemlich freigestanden und dann als Stürmer sieht man das dann halt, da muss man rein. Was sagst du zum Spielverlauf? Es war ein offener Schlagabtausch, hätte sowohl als auch ausgehen können. Jetzt haben wir mal das glückliche Händle auf unserer Seite, sage ich mal, mehr nach schon Spiele gehabt, wo es nicht so gut für uns gelaufen ist. Und jetzt nehmen wir es einfach mit, so wie es komisch. Es ging ja jetzt gegen die Mannschaft von eurem ehemaligen Trainer Peter Sieben. Wart ihr da besonders motiviert? Ja, ich sag mal, wenn man gegen Ex-Trainer spielt, dafür ist man immer besonders motiviert. Also da ist einfach nochmal 10% oder 20% mehr zu geben, dass man es einfach zeigt, dass man gewinnen will. Hat man auch gemerkt von seiner Seite, beziehungsweise von seiner Seite, von der Seite seiner Mannschaft, dass sie mehr wussten über euch als andere Mannschaften? Ja, das merkt man natürlich, wenn man gegen einen Ex-Trainer spielt, dass da einfach ein paar Spieler mehr dann noch eingestellt sind auf die, wo halt ein bisschen technisch mehr drauf haben, sage ich mal. Aber bei uns ist eigentlich, da kann man sich auf niemanden einstellen, weil wir haben so viele technisch gute Spieler, dass es da einfach immer jeder machen kann und alle spielen kann. Wie geht es jetzt für eure Mannschaft weiter? Was habt ihr euch vorgenommen? Wir denken von Spiel zu Spiel und jetzt gehen wir nächste Woche einfach ins nächste Spiel, versuchen zu gewinnen und dann gucken wir mal, was am Ende steht, wenn man von Spiel zu Spiel denkt. Kevin, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön.